Hallo, lieber Steinbock. Ich hatte eben eine Legung, Kartenlegung für ein Geburtstagskind gemacht. Extra für Sie. Aber warum müssen wir denn zu kurz kommen, ne? Wenn der Leger auch Steinbock ist. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja. Man sagt, es gibt so ein Sprichwort, ein türkisches Sprichwort, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Pendant dazu gibt. Das heißt so, der, wie heißt es nochmal, der Schneider kann selber sein Loch nicht flicken irgendwie. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie man es ins Deutsche übersetzt. Wenn es jemand weiß, kann es mir jetzt mal schreiben. Also es ist eine gleiche Redewendung gibt. Also man kann sich in der Regel nicht selbst helfen, aber bei der Kartenlegung ist das Wunderbare. Das ist sowas von eindeutig und selbstleitend, diese Vorhersagen. Okay, also Monat August, ne? Liebesleben des Steinbocks. Ja, ich unterteile das wieder in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ja, weil alles ist Vergangenheit und alles ist Gegenwart und alles ist auch Zukunft, ne? Jeder Moment eigentlich. So, dann bin ich mal gespannt. So, Vergangenheit, zack. Merkur, bir ara veriyor ve dinginliğe zaman tanıyorum. Sehr schön. So, ich erkläre erstmal Merkur, die Bedeutung von Merkur. Merkur. Oh, ist ein Planet. Ja, steht für die Kommunikation, für das Gedankengut und für die geistige Energie. So, genau, Vergangenheit. Bir ara veriyor ve dinginliğe zaman tanıyorum. Also, Vergangenheit. Ich mache da ein Cut, ja, also jetzt die Übersetzung und lass mich mit der Ruhe leiten, ja. So schließe ich die Vergangenheit ab, ja. Lieber Steinbock, ja, egal wie actionreich unser Liebesleben bis jetzt war oder ist noch, ne, lasst uns mal leiten, ja. Insbesondere mir fällt es auch schwer, ich hatte gestern. In meinem Kanal ist da eine Psychologin, die ist, glaube ich, Nurdan. Die hatte so eine so schöne ja, Video mal da gedreht, meinte halt, unser Geist ist ständig irgendwie im Kampf und wägt ab und bla 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 und beschäftigt sich mit Problemen. Aber einfach mal auch Problem sein lassen und abwarten. Ja, das fällt uns, insbesondere uns Steinböcken, sehr, sehr schwer, ne? Ja, da müssen wir uns echt mal ein bisschen am Riemen reißen. Okay, also das ist die Kartenlegung für die Vergangenheit. Leute, die in meiner Generation, die kennen bestimmt Terence Hill, oder war das Adriano Celentano, der so mit den Karten so zack, zack, zack. Und dann so, habe ich immer so faszinierend gefunden. Aber naja. Gut, okay, so, let's go, Gegenwart. Chiron ist ein Asteroid, das weiß ich mittlerweile. Ja, super. Die Übersetzung folgt sofort. Erstmal Chiron. Ja, steht für die Genesung, ne? Für die alternative Therapie. Ja, genau, so. Chiron, für die Gegenwart. Ilesh bin anahtarı bende. Also, die Heilung liegt in mir. Ja, wie es in der Beziehung weitergeht, wie es mit neuen Partnern weitergeht, es liegt in mir. Ja, Gegenwart. Auch super, bin ja momentan auch ein bisschen leicht verkracht. Aber wie es weitergeht, ne, liegt in mir. Ne. Genau jetzt für mich diese Beschreibung. Für Singles auch die Beschreibung hervorragend. Der Schlüssel liegt in mir. Wir entscheiden.
So, dann lieber Steinbock oder liebe Steinböckin. 1, 2, 3. So. Zack. Boah. Stier, genau. Wofür steht nochmal unser Stier? Stier, Stier, Stier. Interessant, dass jetzt für die Zukunft Stier rausgekommen ist. So. Aber Stier hat ja eine Bedeutung. Stier, 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 Stier. Okay. Ja, steht für die Ausdauer, ne? Und für das Festhalten, genau, für das Festhalten, ja. So, Chimlika Anodaklaniot, wir kennen den, okay, super. Also, Festhalten, was sagt's hier? Also, ich konzentriere mich auf das Jetzt, ja, und gleiche mich aus, ja. Also, ja, ich konzentriere mich immer auf das Jetzt, auch für die Zukunft, ja, und ja, versuche im Einklang zu sein. Also mit dem, was ich haben möchte, ne, wo ich hingehen möchte und mit dem Jetzt. Ja, ich kann ja auch immer nur einen Schritt machen, jetzt. Ja, es ist immer jetzt. Ja, auch wenn wir, kann ich jetzt sagen nochmal, heute Morgen, ne, beim Autofahren, muss ich jetzt sagen, im Nachhinein, ich bin schlecht Auto gefahren. Und da gab es aber auch mal eine Situation, wo der Gegenüber ein bisschen rasant da gefahren ist. Und da gab es halt jetzt Streit, sag ich mal, verbal halt, wir haben uns aufgeregt, ne? Aber das war es dann auch, ne? Aber es ist jetzt auch Vergangenheit, ne? Also, und wenn ich mich jetzt an diese Situation denke und mich aufrege, ne? Dann auch nur, weil ich nicht mehr im Jetzt bin. Ja, es ist immer jetzt, jetzt. Wir konzentrieren uns immer auf das Jetzt, ja? Aber Zukunft ist auch wichtig, ja? Wir lernen auch aus der Vergangenheit, ne, aus unseren Fehlern. Ja? Also Steinbock, ich halte wieder fest, die Lösung, der Schlüssel liegt in mir, in uns. Ne? Gott ist in uns. Alles Liebe, hat Spaß gemacht.